Jo, so wieder bei Metroid Samus Returns. Beim letzten Mal, jo, haben wir uns hier ein bisschen weiter durchgeschlagen durch SI 388. Haben zwei Metroids sogar geschafft in der Zeit. Ich glaube, da muss ich hoch. Und suchen jetzt... Ey, wie du schockst mich jetzt hier runter, ne? Suchen jetzt hier nach dem nächsten. Au! Der schockt mich wirklich runter. Ist er dafür wenigstens gestorben? Nein. So. So, jetzt ist er draufgegangen. Oh, hier soll man wegsprengen können, die Wand. Oh, Moment. Da links ist noch was. Du warst... Was füllst du auf? Lebensenergie? Ah, die Lebensenergie. Oh, danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Moment. So. Muss noch mal gucken, ob ich wirklich aufnehme. Okay. Hier irgendwie noch was an der Decke versteckt. Nee. Perfekt. So, und... war das so richtig? Ja, ne? So. Komm mal her. Ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass da drin mein nächster Metroid auf mich lauert. Ja, das sieht aus wie ein Metroid, würde ich sagen. Ein Alpha-Metroid, um genau zu sein. Ich sollte nicht schießen, während ich laufe. Einfach ein... Au. So. Meine Güte, das Ding hat sogar wirklich 60 Schaden gemacht, sehe ich gerade. Ich hatte gerade noch 99 voll. Okay, von den Bomben auf jeden Fall nicht treffen lassen. Die sind sehr schmerzhaft. Richtig? Na, oder nicht. Aber zumindest ausweichen kann man dem Ding sehr leicht. Au. Au. Ich sollte vielleicht nicht so viel hier rumspielen. Sagt er, während er ein Videospiel spielt. Oh, schade. Ich dachte, der fliegt nochmal an mir vorbei. Wow. Da guckt man einmal kurz in den Chat, um zu sehen, was da so los ist. Und fliegt fast hier in die Attacke rein. Oh. Wie der mich doch erwischt hat. Aber es hat keinen Schaden gemacht, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Warum stand ich jetzt plötzlich wieder links? Da stand ich gerade nicht. Aber gut. Ah, dann geht's weiter. Ne? Ich? Ich weiß nicht, ob mich verarscht hat. Ist dahinter jetzt? Jetzt muss ich mal doch nochmal gucken. Ist dahinter noch was? Nö, da ist gerade... Oh, da oben ist noch was. Ha! Da haben wir noch ein Secret übersehen. Hallo Stacheln. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz hoch zu dem Heilding. Und ich bin auch schon fast mit dem Gedanken am Spielen, ob ich noch mal zurück zu dem ein Secret gehe. Es ist jetzt... Es ist weit weg. Es geht. Ich weiß halt nur nicht, wie ich da dran kommen soll. Upp. Gerade noch abgefangen. Okay, da ist einfach nur die offene Stelle. Ah, verdammt. So rein theoretisch. Verdammt. Ich sollte nicht in den Stacheln stehen bleiben. Habe ich gerade gelernt. Irgendwo über mir. Ah. Also eigentlich habe ich mich ja gerade eben noch geheilt. Eigentlich. Nee, das ist über mir. Probieren wir mal so ein bisschen was aus. Wahrscheinlich komme ich wirklich über den Raum über mir dahin. Aber so haben wir wenigstens jetzt die Erleuchtung. Ja, okay. Jetzt weiß ich's. Wie kam ich da denn jetzt hin? Oh, von ganz weit weg, ne? Na gut, dann lassen wir's. Gehen wir weiter. So, gehen wir uns nochmal eben heilen. Einfach, weil ich es kann.
Ist das immer derselbe Boss, höre ich gerade, oder lese ich gerade im Chat? Anfangs sind es noch recht die gleichen, so gerade wenn man halt noch... Nein, hör auf damit. Schon wieder gemacht. Gerade wenn man halt immer noch im gleichen Gebiet immer ist, ist es doch immer der... Na guck mal, hier ist auch irgendwo einer. Ist es zumindest ein sehr ähnlicher Boss immer. Aber keine Sorge, die werden sich... Oder zumindest war es in Original so, die werden sich später nach und nach noch ändern. Gerade wenn man... Okay. Achso, natürlich, Ice Beam. Gerade wenn man halt dann spätere Gebiete kommt, dann sind auf jeden Fall auch die Bosse ein bisschen anders und haben auch andere Taktiken drauf. Dementsprechend, ja. Man wird irgendwann auch ein paar Unterschiede sehen. Au. Kann man ja dann abschießen mit einer Rakete? Ja. Aber ja, ich bin wieder sehr nah an dem nächsten Metroid. Raten kann ich? Ja, da kann ich nicht hoch. Schon fast gedacht. Ob ich überhaupt hoch muss? Das wollte ich nicht machen. Geh mal raus und friere mal. Verdammt. So ungefähr da ein. Genau so. Ja, die Steuerung noch, ne? Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass die doch teilweise sehr... So. Nee, verdammt. Ich muss mir immer noch an alles gewöhnen hier. So. Nee, da komme ich nicht hoch. Dann halt wieder von hier aus. Teilweise bewegt sich Samus echt viel zu schnell für mich. No! Moment. War das richtig? Die Wand ist zumindest oben aufge... Ja, toll. Ich sehe gar nicht, ich könnte es einfach mit einer Rakete machen. Wenn es rot ist, ne? Ich so, ja, ich mache das jetzt mit Bombjumps und versuche mich da irgendwie hoch zu cheaten und einfach so... Ich könnte einfach so machen. Wäre ein bisschen einfacher. Ja, guck mal, hier ist sogar ein recht einfacher Kampf wieder. So, in die Fresse. Eigentlich ist es nicht seine Fresse, auf die ich da unten schieße, aber gut. Man kann so... Ich würde gerne mal gucken. Nein, okay. Ich wollte nochmal schauen, ob ich es wirklich nicht abblocken kann, bevor ich einfach das direkt verschreie und sage, ey, das geht nicht. Aber ja, das geht wirklich nicht. Was? Zack. Na, was machst du jetzt? Und ja, Strom. Ach komm. Ich muss jetzt nicht immer das Gleiche machen. Ne? So, und weg mit dir. Oha. Ich wollte gerade sagen, hält man ein bisschen mehr aus, aber nein. So, und damit haben wir auch DNA Nummer 4 und damit haben wir jetzt genug, um da hinten weiterzukommen. Ah, hier ist auch nichts weiter. Hier sonst irgendwo noch? Kurz mal schauen, ob hier noch was ist hinter. Nö. Dann kann ich jetzt auch wieder zurückladen. Ach, Moment. Von wegen, hier ist nichts. Ja gut. Jetzt werde ich alles auf der Karte angezeigt, natürlich. Ist ja auch gar nicht mal so doof. Ach so, das ist nur der Rückweg. Ich habe nichts gesagt. Wollte schon sagen, du kriegst mich nicht nochmal. Habe ich schon oft genug bekommen. Au. Dafür hat der mich erwischt. So, dann latschen wir erstmal den ganzen Weg wieder zurück.
Ich muss nach oben, ne? Ja. So, nope. Okay. Nein! Ich sehe dich. Ich weiß, dass du da warst. Da waren wir auch schon drin. Ich glaube, so langsam muss man echt einfach mit dem Knopf immer auf den X-Knopf, mit dem Finger immer auf dem X-Knopf spielen, weil überall könnte rein theoretisch irgendein Monster kommen, dass man dann direkt mit dem Melee-Konter auskontern muss. Das geht ja wirklich. Auch wenn ich mich frage, wie ich den gerade da erwischt habe, aber es funktioniert. Sag immer mit dem Finger auf dem Konter. So, da kamen wir ja noch nicht weiter. Da hinten das Secret. Keine Ahnung, ob ich da dran kam, aber wir werden jetzt erstmal weitergehen. Bevor wir jetzt hier tausendmal backtracken, weil ich glaube, dafür musste ich den ganzen Weg nochmal oben rumlatschen. Und dann da runter zu springen. Nee. Würde ich das privat spielen, würde ich das machen. Aber jetzt so in dem Projekt, glaube ich, muss das nicht sein. Also wird auch sicher mindestens eine Viertelstunde kosten, da den ganzen Weg wieder zurück zu latschen. Wie viel Energie verliere ich in dem Feuergebiet? Es geht eigentlich. Ich habe nichts gesagt. Holy shit. Anfangs habe ich nur so ein, zwei Energiepunkte verloren und plötzlich wurden daraus so, keine Ahnung, 100. Das war doch etwas schmerzhaft. Gehen wir einfach weiter. Es ist nie passiert. Verdammt. Einfach weggeschubst. Na gut. Ah. Du springst mich gerade in dem Moment an. Na gut. Gehen wir wieder die DNA zurück. So, und damit können wir auch einen Stock weg tiefer. Einfach nur, weil ich es kann. Aha! Laufe ich in diesen Gegner rein. Wollte ich sagen, wollte ich eigentlich nur hier oben noch schnell das... Ach, guck mal, hier können wir aber noch nicht weiter. Wobei, hier ist halt, glaube ich, auch nichts, oder? Ja, da ist Säure, die ich gerade zweimal reingesprungen bin. Das habe ich gemerkt. Eigentlich wollte ich nur die Karte hier oben noch aufdecken. Stattdessen bin ich ein paar Mal in die Säure gesprungen. War nicht so geil. So, schauen wir jetzt nochmal. Kann ich hier links irgendwas machen? Nein. Okay, das könnte funktionieren. Gut, dann machen wir es halt anders. Eigentlich wollte ich nur die Decke eben erkunden, ob da irgendwas ist. Wahrscheinlich nicht. Nein, hier ist nichts. Hätte ich mir auch denken können. Hi. Ciao. Diesmal nicht. So, ab nach... Moment. Unten? Okay, ist nichts. Wie kam dieser Sprung durch die Explosion total zeitverzögert? Ich dachte, ich krieg die noch erwischt. Sollte auch nicht in Gegner drin stehen bleiben. Okay. Ach so. Ja, ich sehe, was ich machen muss. Wenn man so nicht drüber kommt, dann einfach so rüber. Kann man da rein? Kann man da rein? Ja. Das Eis? Nein. Das könnte Screw Attack sein. Würde ich jetzt einfach behaupten. Nein. So. Das wollte ich machen. Und... Nein, einmal runter.
So, und... Und rein. So. Meine Güte. Das war eine schwere Geburt. Achso, von hier aus komme ich dann auch hier durch. Und da komme ich auch da weiter wahrscheinlich. Also wieder zurück. Links, rechts, links, rechts. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier entlang, weil ich jetzt hier bin. Und das ist ein weiterer Aufzug, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir doch nochmal zurück und gucken uns oben nochmal um. Dann ist hier wahrscheinlich ein Secret. Das war der falsche Knopf. Geh weg von mir. Wow. Von hinten wollte ich kontern und dann kriege ich den von vorne ab. Oh, ich habe beide erwischt. Ah. Was ist das da jetzt? Irgendwas, wo ich nicht dran komme. Okay. Kommen wir nicht dran. Da war ich auch wieder Screwtech. Na gut. Dann gehen wir wieder. Dann würde ich sagen, auf ins nächste Gebiet. Mit dem Aufzug. Ich bin mal gespannt, wie groß der Planet hier jetzt im Endeffekt sein wird. Das ist auch ein bisschen größer, das Gebiet auf jeden Fall. Ja. Ne, links, rechts. Da! Ah. So. Ach, da ist der Gegner hin. Oh. Ich dachte, ich falle da gerade in Säure rein, aber nee. War nur normaler Boden. Ach, dieses Knockback. Das ist doch nicht normal. Okay. War schön, dass alle Gegner hier theoretisch auf die gleiche Art und Weise zu besiegen sind. Okay. Die Türen kann ich, glaube ich, noch von der anderen Seite öffnen. Hier... Auch nichts weitermachen. Weil? Nein, okay. Dann rechts. Viel Wahl bleibt uns ja nicht. Das war schlecht. So. Einfach kontern, wenn er einfach auf mich zukommt. Okay, da reicht sogar eine Rakete bei denen. Hat den gerade zurückgelockt mit der Rakete? So. Dann habe ich schon das nächste gesehen. Mal kurz gucken. Ist jetzt zufällig ein Secret drin irgendwo? Ah, ich bin dumm. Eine kleine Stelle übersehen. Die muss ich eben noch fix nachholen. Es tut mir leid. Aber das musste ich jetzt eben machen. Ich weiß, wahrscheinlich sind die Gegner da unten jetzt alle wieder da. Sind sie nicht? Egal. Hey, hier brauchen wir sogar schon 8 Metroids, um weiterzukommen. Okay. Au. Wenn du bloß seine Gegner töten darf man hier. Au. Das war zu früh. Nö. Oh, das sah schon fast stylisch aus. Das müsst ihr zugeben. So, und jetzt muss ich mal gucken hier oben. Achso, das ist der Raum, durch den ich da eben nicht durchgehen konnte. Oh, schöne Musik. Was ist das hier der Raum? Okay. Ich hab's wieder kaputt gemacht. Aber man kennt, Samus macht einfach alles kaputt. Also, wenn irgendwie jemand mal was ausleihen solltet, leiht Samus nichts aus. Sie macht alles kaputt. Planeten, Türen, Monster, Schmerz. Na gut, die Schmerz macht sie vielleicht nicht kaputt, aber Schmerzen kriegt sie ab und zu mal.
Okay, das ist nur Einbahnstraße. Ui, war knapp. Da irgendwas drin? Nein. So, das ist zum Glück nur normales Wasser. Ist hier noch was im Wasser? Da wieder dieses klebrige Zeug ist, komme ich da wahrscheinlich nicht durch mit dem Spider-Ball. Also schön, dass die direkt auch hier eine quasi mit Spider-Ball so in Anführungsstrichen unendliche Möglichkeiten geben, sich überall entlang zu hangeln. Und dann, ich hätte jetzt schon wieder keinen Bock, meine Stoppo weiterzumachen. Finde ich nicht so geil. Achso, ich vergesse nicht, dass ich einfach so hier hoch kann. So, und hier rüber. Au. Moment, hat mich der Gegner gerade da hochgeschmissen? Geil. Ich glaube, das sollte so nicht passieren. Aber gut. Jetzt bin ich halt hier hochgegangen. Ah, guck mal, und jetzt können wir ja uns auch porten. Au. So den Arsch hinten rein. Die Sache ist, jetzt habe ich jetzt irgendwie einen kleinen Sequence Break dadurch gemacht oder habe ich nur eine Abkürzung genommen? Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter und gucken mal. Da ist zumindest ein Metroid-Ei-Ding. So. Komm her. Na gut, ich würde aber sagen, wir gucken dann beim nächsten Mal einfach weiter. Anscheinend ist auch ein Netroid wieder ganz in der Nähe, den verbringen wir dann beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.